Ich bin, wie ich bin. Mit dieser Frage beschäftigst du dich in der Identität. Du bist wunderbar und einzigartig geschaffen. Niemand ist so wie du. Und das ist wunderbar. Aber unsere Gesellschaft zeigt uns manchmal auf, dass wir nicht so sein sollen, wie wir sind. Sondern wir sollen jemandem nachfolgen. Oder wir brauchen den Gegenstand, damit wir sind, wer wir sind. Aber das ist nicht wahr. Du bist wunderbar. Und damit du deine Identität immer mehr kennenlernen tust, brauchst du Leute, die dir wahre Identität zusprechen. Such dir so Leute. In der Glaubensmap siehst du die Frau vor dem Spiegel mit ihren roten Haaren, mit ihrem roten Kleid und sie schaut glücklich und fröhlich drin. Auch das gehört zu der Identität, sich selber so zu akzeptieren, wie wir sind. Eine Frage für euch zum Diskutieren ist, was für Persönlichkeiten siehst du auf dieser Map? Was für Identitäten sind um? Viel Vergnügen!
Ich bin, wie ich bin. Identität beschäftigt sich mit der Frage, wer bin ich? Du bist wunderbar und einzigartig geschaffen. In der Gesellschaft wird das aber nicht immer so angeschaut, sondern manchmal wird dir gesagt, du musst so sein oder du brauchst diesen Gegenstand oder du musst dieser Person nachfolgen, damit du herausfindest, wer du bist. Aber nein, du bist wunderbar und einzigartig geschaffen. Wie die Frau auf der Glaubensmap, die vor dem Spiegel steht. Eine Frau, die stolz dort vorne dran steht, mit ihren roten Haaren, mit ihrem roten Kleid und sich anschaut. Genau das hat mit Identität dazu zu tun. Und darum, mach auch du das. Steh mal vor den Spiegel und schau dich an und find heraus, wer du bist. Als Familie, diskutiert doch mal über diese Frage diskutieren, was für Persönlichkeiten sind auf dieser Glaubensmap. Viel Vergnügen.